Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu God of War. In der letzten Folge haben wir es ja leider nicht geschafft. Was ist jetzt los? Hallo? Was geht denn jetzt ab hier? Eine Harpune! Ich befreie uns! Ich befreie und... Nein, das war das Falsche. Los, mach hier was. Oh, wie soll ich uns denn... Hallo? Wie soll ich uns denn befreien, wenn ich hier noch nicht mal was drücken kann? Macht mal eure Arbeit, Jungs. Ich kann ja nichts machen. Jetzt kann ich B drücken. Ach so, erst wenn die weg sind. Okay. Wir sind frei. Ja, wo ist die zweite? Die ist weg, oder was? Wo sind meine ganzen Heilungen? Hallo? Die sind auch alle weg. Ja, toll. Kopf, wie lange noch bis zum Tempel? Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Nein, 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 sie dürfen nicht das Feuer löschen. Das Feuer ist aus! Backbord! Nein, es ist nicht, es ist nicht, es ist an. Das ist auch noch an. Jetzt ist es wieder aus, hä? Ja, geht mir aus dem Weg. Mach doch mal den Kerl da oben. Boah, die gehen mir auf den Sack. Lauf! Ja, ich weiß. Noch einmal. Wir werden die Brücke ran. Was war das? Hallo? Ich darf nicht durch das Luftbild fallen, ne? So. Boah, ist das nervig. Hört doch mal auf. Nein, nein! Hallo! Oh, wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich gerade die Wölfe losgeschickt. Die müssen doch auch Feuer machen können. So. Muss ich aber nicht alles nochmal neu machen, oder? Ja. Junge.
Ich würde ja gerne dahin, aber ich kann noch nicht mal gucken. Hä, da ist doch gar keiner. Hä? Was? Ach ja, genau. Roll beim Ausweichen direkt da rein. Noch nicht bereit, leider. Ja, dann machst du so fertig. Muss ich noch so ein Ding wegmachen, oder? Ah ja, da. Ich wollte gerade sagen, weil der redete gerade so wie von diesem einen Film. Wir sind frei! Ja, aber immer noch unter Beschuss wahrscheinlich. Eieieiei. Ich hätte tatsächlich, bevor wir losgefahren sind, Mimir! Wie kann das Feuer brennen? Aufnehmen sollen. Wie wäre es mit Magie? Oder die Klingen? So, jetzt habe ich durchgeatmet. 7 Minuten, nachdem ich euch begrüßt habe. Und innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube nach 2 Toten schon. Nee, ich glaube sogar schon der 3. Tod. Ich kann leider nicht. Natürlich kannst du. Sie versuchen das Feuer auszumachen auf der anderen Seite. Ich meine Steuerbord. Redet noch? Das Feuer ist da! Backbord! Lauf! Lauf! Nein, lauf! Junge! Ja, dann kümmere dich hier mal um die Gegner. Hallo. Weitere Harpunen. Wir hängen wieder fest. Bruder, der Ach, wurde harponiert. Scheiße. Ich kann den Wolf nicht machen, nein. Vielleicht mal gucken. Nicht auf den Weg. Er wird abbrechen. Aber wir müssen die Harpune lösen. Ist der Große jetzt kaputt? Moment, Bug ist vorne. Stimmt, da ist die Harpune drauf. Ah.
komm schon. Rato! Rato, was mit oder ohne ist? Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Soll er das jetzt sein? Das scheint ja. Los, komm, wir müssen weg. Du sahst. Weg hier, sieh doch. Ich hab einen Plan. Da war meine Heilung drin. Spring. Das war dein Plan? Ihr seid ja beide irre. Wir verlassen diese Welt. Jetzt. Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. Nee. Ich wollte nur mal anmerken, dass mir meine Finger jetzt total wehtun nach dem Kampf. Könnten wir vielleicht etwas bekommen, was mit ein bisschen weniger Rumgedrücke zu tun hat? Also ein paar weniger Gegner. Das wäre schon schön. Von mir ist auch ein Rätsel, wenn es nicht so schwer ist. Mein Kopf lässt auch gerade ein bisschen nach. Wo sind wir denn? Ach, wir sind hier. Ach, das ist der Baum. Okay. So, Moment. Also die eine Tür können wir öffnen. Da können wir rein theoretisch raus. Das heißt, wir gucken, dass wir hier erstmal das Ding noch machen. Das wird dann wieder... Nein, nein, nein. Du sollst das nicht beenden. Ernsthaft. Na? Na, wo ist der andere Punkt? Perfekt. Was ist das hier? Das gehört Odin. Sein grauenvoller Stil sticht sofort ins Auge. Okay. Wenn es ihm gehört, dann können wir ja alles kaputt machen. Wer meinen Sohn und mich nicht in Ruhe lässt, dem zerstöre ich sein Zuhause. Sieh doch mal! Die fehlende Tafel über dir! Odin hat sie gestohlen. Aber warum? Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Also, das hätte ich nicht erwartet. Warum? Was zeigt sie? Ich habe keinen Schimmer. Das kommt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tier. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Und die Runen da an den Ecken? Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher... Das erkenne ich zu gut. Oh. Was hatten die Triskele Seine mit Krieg Augen. Zu tun? Es sind Juwelen. Wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Oh. Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten.
Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jettenheim. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Eintracht, Hoffnung und noch weitere. Tyrs eigener Entwurf. Er selbst hat diese Tür gemacht. Nein, du sollst deine Waffen weiterhin benutzen. Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, dass wir dann nochmal kurz zurückgehen und gucken, ob da irgendwas hinter dieser Tür ist. Das war hier aus der Kammer, ne? Nee, das war eine Kammer weiter. Weil ganz offensichtlich müssen wir ja in die andere Richtung. Was war das gerade? Ah, ich hatte es gehofft. Ich habe nicht so richtig dran geglaubt, aber ich habe es gehofft. Okay, sehr schön. Warte, was solltest du dir ansehen? Bonus auf alle Werte. Epischer Zauber. Sehr schön. Hierher hat Odin seine besten Hinweise zu Jötunheim gebracht. Okay, neue Schriftrolle. Danke, Kleiner. Auch dafür, dass du wieder... Ja, so wie es aussieht, du selbst bist. Okay, dann haben wir jetzt hier auch schon alles abgeräumt. Dann können wir aber auch wieder weiter. Wie, ah? Ich hab dir das Ding nicht vor der Nase wieder zugeworfen. Aber schon cool aus hier. Ich verstehe aber immer noch nicht, was die Triskele mit Krieg zu tun haben soll. Und das Auge des Horus. Na gut, das allsehende Auge. Okay, das würde noch passen, wenn auch nicht zum Krieg. Ich schätze mal, hier ist irgendwie ja doch ein bisschen Hacksilber. Kommt man schon mal. Aber ansonsten ist es nur meine Zerstörungswut, die ich jetzt hier nutzen kann. Okay, dann... Wir gehen mal runter, Kleiner. Komm her. Ich hätte doch schon gesagt, und Kopf, aber den haben wir immer dabei. Junge. Am Arsch. Was du vorhin sahst. Ich hab nichts gesehen. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Können wir gehen? Ja. Na schön. Ja, das ist gelogen. Das ist ja ganz offensichtlich hier. Also dann kehren wir zurück nach Midgard und kümmern uns um den Schlüssel. Wo ist dieser Zwerg? Ja, müssen wir jetzt mit dem Ding hier in der Mitte wieder zurück, oder? Nehme ich mal an. Ja, sieht so aus. Nach Midgard zurück. Das heißt, dass ich auf der falschen Seite stehe und wir nirgendwo hinkommen von hier aus. So, Midgard ist der Mittelpunkt der Welten. Drücken Sie Y, um nach Midgard zurückzukehren. Okay. Also Kopf, warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er! Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur und Freya denke, dann... Wie mir? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Kopf, sag mir, was Baldurs Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt!
Was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Mimir! Ja, Junge? Du sagtest, du kennst Baldurs Schwäche. Wirklich? Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Oh. Genug. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. Genau, aber vorher müssen wir mit dem Zwerg reden. Kannst du das machen? Ist es eine Waffe? Rüstung? Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tant herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Ummantle das mit Skorpschlag. Dünne Schichten. Dann alles überlagern. Na schön, Klugscheißer. Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Das soll mich doch. Ist das? Wo hast du? Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum. Lass es uns angehen. Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Was? Ich bin auch gereift. Oh. Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stein noch länger härten? Nicht nötig. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt, oh, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt eben nie aus. Nicht wahr? Das stimmt wohl. Bitteschön. Nein! Vergiss das hier nicht. Oh, hör auf zu grinsen. Das ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Boah, hey, Kratos. Schon wieder putzmunter? Ich hab doch gesagt, er wird wieder. Warum bist du immer so gefühlskalt? Das kann doch nicht mehr angehen. Was müssen wir denn jetzt als nächstes machen? Moment. Ziele. Schmiedepläne haben wir gezeigt. Die mysteriöse Tür ausfindig machen. Ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, die Tür ist ja nicht so weit entfernt, dass wir hier schon mal einen kleinen Cut machen, weil irgendwie, ich meine, im Moment kann ich mein Handgelenk zwar mal kurz ausruhen, aber ich weiß nicht, ob gleich nicht schon wieder irgendein Bosskampf kommt oder so. Das scheint sich ja alles zu überschlagen. Dementsprechend, ja, machen wir hier einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.